Herrlich. Hallo, Ladies and Gentlemen, welcome back again. Ja. Strahlungsnebel im Morgentau. Man sieht echt nichts hinter dem Nebel. Selbst hinter uns sieht man die Welt nicht mehr. Ja, wir sind auf dem Rückweg. Wir haben uns dazu entschlossen, jetzt mit Knackzeug an die Container zu gehen mit den Uranium. Ja. Sehr atmosphärisch. Okay, beeilen Es wir ist uns. erbarmungslos. Achso. Check mal, ob du kontaminiert wirst. Es sieht wirklich stable aus, also alles gut. Das ist ja cool. Danke, Devs. Ey, wehe, das ist ein Bug. Dann läuft man ja irgendwann mal in einem Wasseranzug rum. So wasserbettmäßig nur halt. Wasserbeine. Das wär's noch. Ja, wie gehen wir diesmal rein? Direkt ins Reaktorgebäude vielleicht. Was Okay. meinst du? Boah, der Nebel gerade. Alter. Gerade voll in eine Wolke reingelaufen. War das ein Bär? Sicherheitshalber nehme ich vielleicht die Waffe. Genau, klingt ganz gut. Brauchst du wirklich eigentlich die Taschenlampe? Ich wechsle jetzt auch mal. Nebel. Immer die Geräusche von den Seiten. Ja, wie heißt das hier? Ambient Occlusion? Kältegefühl? Schweregrad? Ach du Heilige, mir ist ja kalt. Wie geht's dir? Nee, jetzt wird mir Auch ein wärmer. bisschen kalt gerade. Okay, einfach in Bewegung bleiben, wirst schon. And here we are again. Okay, rechts hin. Sieht das genial aus. Interessant, dass es nur hier Vögel gibt, die solche Geräusche machen. Ja, gehen wir direkt dahin. Wieder in Das können Reaktor wir gerne 3. machen. Ich glaube, da war ein Boomer, oder? Vor uns irgendwo. Ich habe da irgendwo was gehört. Ich habe noch nix Sachen gehört. Ah, das sind die Militärautos. Da ist die Kolonne. Ach, guck mal, da vorne ist ein Reh. Ich habe noch nie ein Reh gesehen. Was? Wo? Wo denn? Wahnsinn. Das siehst du von hier aus? Ja, da war irgendwo ein Reh gewesen, glaube ich. Oder lass es vielleicht eine Ziege sein. Jetzt habe ich Fallout-Vibes. Also, ja, wenn das Reh Hörner hat, ist es entweder ein Mutant oder eine Ziege. Das stimmt. Ach, eine Ziege. Wo siehst du die?
Hast du gerade gehört, da! links von uns? Ja, ja. Ich würde hier nicht rumlaufen. Die Radio Goats. Okay. Ach da, Alter, der Nebel und die Gordreis. Oh mein Gott. Ach du Heilige. Okay, das haben die echt cool hinbekommen. Ja, das ist richtig geil. Was ist denn das? Achso, das sind nur Bäume. Okay. Alter, ich sehe nichts wegen den Sonnenstrahlen. Wir einfach mal quer rüber. Durch die Wagen durch. Was meinst du? Ja. Was ist eigentlich so? Ich hoffe nur nicht, dass die Ziege uns angreift. Die können ja manchmal sehr brutal sein. Geld, nee, das lasse ich drin. Wir sind wegen anderem Geld hier. Keine Werkzeugkiste. War alles verstrahlt, oder? Jawohl, natürlich. Boah. Also hier geht die Strahlung gerade mega hoch. Ja, Da ist noch ein Castor links. Lass uns gehen. Rechts. Das war ein Bär, oder? Nee, nichts. Da, ich habe ein sehr nahes Brummen gehört. So ungefähr. Halt, da ist einer links von uns. Und rechts. Hat uns noch nicht gesehen, lass uns gehen. Ja, tatsächlich, der ist ein bisschen blind. Ganz ehrlich, bei der Sicht sind wir auch ein bisschen blind. Wer? Nee. Bäume drinne. Was ist das für eine Anomalie? Rechts Boomer irgendwo? Kann es sein, dass das Brummen einfach eine atmosphärische Sache ist und nicht echt ist? Scheint mir nämlich so langsam. So. Stealth Kill wäre mal was. Sauber. Boah. Jetzt geht er ab. Yep. Ja, hier ist tödlich. Hier ist wirklich tödlich. Hier kommen wir nicht rein. Wow. Autsch, hat mich! Ja, alles gut. 92% bin ich infiziert. Nee, ich hab nur eine blutende Verletzung. Okay. Alter, da wurde nicht gestunt. Dieser kleine Stricher. Sicherheitshalb repariere ich mal meinen Anzug sofort. Warte mal. Oh mein Gott. Der verbraucht das gesamte Panzerband. Der hat bei mir die ganze Ladung Panzerband verwendet. Das Ganze? Das ganze Ding, 30 für gerade mal, ich weiß nicht, krass, Prozent. Okay. Ach du Scheiße. Okay, dann habe ich echt nicht genug Panzerband mit mir.
habe ich echt. Oh, was sieht der hier aus? Krass. Dann habe ich echt nicht genug. Oder das ist ein Bug. Ich hoffe mal, weil. Meine Güte, das ist echt so krass, als ob ich eine ganze Rolle Panzerband verbrauche. Boah, wie der Geigerzähler abgeht. Oh. Ich höre was. Unter uns? Da unten ist er, beim Baum. Vor mir. Alles gut? Ja, alles gut. Jemand gesprochen? Ich habe jemanden sagen hören, oh mein Gott, nee, oder irgendwie sowas. Ah, ich glaube, das war der Zombie. Der Zombie spricht keine Wörter. Der Boomer? Niemand von den Puppen hat bisher gesagt, labern, oh mein Gott, nee, oder so. Ich glaube, wir sind vielleicht nicht alleine. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Ich habe das auf Aufnahme, das habe ich mir nicht eingebildet. Okay, soll ich runtergehen? Ich habe ja auch die Aufnahme an. Also von daher, du kannst runtergehen. Okay, gut. Voll atmosphärisch hier. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, ich werde dieses Spiel nur auf dieses halt. Spielen. Ich will, geh hoch, das ist so hoch. Geil. Hoch, ich höre was. Oh, sorry. Irgendjemand ist auf uns aufmerksam geworden. Von irgendwo. Ach, da! Links von mir. Hinter dem Rohr. Den sehe ich von hier aus. Und. Ach, oh. Achso, da war noch einer. Ja, hat gepasst. Aha. Gut, ich gehe runter. So, ist soweit ganz sicher. Ich bin auch sofort wieder bei dir. Ich muss nur ein Setting kurz mal einstellen. Okay. So, da bin ich wieder. Gut, welcome back. Ich musste gerade mich kurz mal das Mikro einstellen für die Aufnahme. So.
Stimmung ist so genial hier. Ja, die ist echt super. So, Mr. Puppe ist nicht mehr da. Nope. Okay. Okay, Reaktor 03. Ja, hallo. Alles klar, ich achte auch immer dann auf ihn hinter uns. Okay, Reaktor 03, wir müssen hier hoch. Ich komme ja von, oh, ja, von jeder Ecke. Okay, hier bleiben wir wieder. Sind die wieder dahinter, ne? Vermutlich. Waren. Und da hat wieder aufgehört. Super. Und dann macht er wieder gleich Bumm. Aber gut, wenn er nicht piept, dann ist er nicht nah. Weiter hoch, oder? Jawohl. Genau. Jawohl, wieder an selber Stelle, wo wir hier durchgegangen sind. Das Geräusch, das mir gefällt. Aus weiter Ferne. So, hier sind. Das sind schwere Dinger. Die lassen wir. Wir haben genug. Mussten wir nicht hier links lang? Ich weiß es nicht mehr. Nee, wir müssen da hoch. Das vielleicht dort hinten. Exit. Vielleicht, also wir müssten hoch, glaube ich. Und die 7. Sind wir zu hoch? Reaktor 3 Control. Ach so, ich glaube, wir sind zu weit oben. Wir müssen runter. Die untere Etage ist es. Station irgendwo, ja. Ich glaube, die hier, die Nummer 6 ist es. Main Pump Room? Nein. Oh, ich glaube, hier sind wir richtig. Ja! Das habe ich an dem Symbol da gesehen. Okay, hier ist sicher, oder? Es geht ja noch weiter hoch. Ach du Heilige. Okay, und diese Container sind es jetzt. Jo, scheint sicher zu sein. Jo. Alles zu. Wenn keiner von oben runtergerannt kommt, alles gut. Okay, wer knackt? Ja, wir sind richtig.
knackt. Sorry. Warte, ich leg mal Knackzeug hin. Okay. Okay. Behalte ich mir nämlich auch nochmal zwei. Gut, ich würde sagen, wir halbieren den Raum irgendwie. Oder wir verdreifachen ihn. Also hier bis zu den Zäunen oder ja, bis zu den Stangen hier looten wir mal. Wir fangen bei der Tür an. Hier ist so ein Ding. Okay. Ah ne, das sind niedrig, ich brauche einen Schraubendreher. Da lag, glaube ich, noch einer. Warte mal. Hä? Ah ja, hier. Bei mir. Ach so. Lol. Ich dachte, du hast nur zwei Dietriche hingelegt. Das war's. Sorry. Ich habe jetzt gerade auch... Ich habe auch einen gehört. Was? Ich habe gerade auch jemanden gehört. Ich könnte schwören. Wer weiß, vielleicht sind wir wirklich nicht alleine. Ich meine, das hier ist ja PvE-Gebiet. Jawohl, ich kann knacken. Das ist ja PvE-Gebiet, ne? Hä? Das ist ja PvE. Sollte nicht. Und das Ding ist kaputt. Wow. Wegen das Ding ist einfach, die sind genauso schwer. Leck mich, die sind genauso schwer. Ach du Kacke, ich krieg hier nichts auf. Scheitert. Wow. Super. Von wegen, ey, die sind super hart. Was labert der Typ? Ja, ich habe nur anderen. Ich habe nur 14 Ladungen. Also 14 Nutzungen. Echt einen Dieb hier. Ah. Hab eins. Aber das war eher Zufall als Skill. Pass auf, ich leg dir nochmal hier die anderen Schraubendreher. Ach ja, Kacke. Hey, die sollte ich doch in das Ding reinlegen. Ja. Dankeschön. Ja. Ich denke mal, in den Maintenance-Sachen hier, Wartungsräumen kriegen wir bestimmt was. Das hier ist das nächste Ding. Hier ist nichts weiter. Okay. Ich mach mal hier weiter. Wow.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Geil. Guck mal hier, man kann auf die Kabeltrasse drauf springen. Ach so. Wow, das ist ja mal cool. Und voll lustig. Aber verletz dich nicht. Ich schaue mal in der Zwischenzeit, ob ich Schraubendreher finde. Hier in der Nähe. Okay. Also zumindest hier direkt in dem Nebenraum. Da oben ist nämlich so ein Nebenraum, da gucke ich mal kurz mal rein. Okay. Wow. Das klang gut. Ja, nee. Die Dinger sind schwer. Schade, leider nichts Interessantes hier. Alles nee. Leider nichts Interessantes so. Nee, überhaupt nichts. Ja, ich glaube, es macht einfach mehr Sinn, jemanden zu haben, der ein super Schlossknacker ist. Oh ja. Was ist denn das? Schlüssel. Du hast auf jeden Fall schon mehr Skill als ich. Oh, eine Schachtel Nägel. Eine Schachtel Schraubendreher wäre mal was. Ja, das stimmt. Was haben wir denn hier? Wir haben gerade mal ein Uranium. Main Pump. Ups. Ego. Ah. Bleiplatte, super. Wagenheber, schön. Gibt's nix. Vielleicht im Komplex, da war doch auch irgendwas, oder? Wo? Bürokomplex irgendwo. Kontrollräume könnten wir uns anschauen. Leider gar nichts. Nee, hier sind nur Schränke. Nix. Sieht schon geil aus. Ja, lass mich mal noch mal gucken. Der Typ. Wie war das denn? Hello everyone, Wando here. Today I'm
gonna show you how to get hazmat suit, the vintage and the modern. While you are wearing the hazmat suit, you can't drink, you can't eat. In core, right here, you'll find some boxes. Inside the boxes, okay, you can get the depleted uranium. All you need to do is just to lockpick the iron locker. It's not that hard, guys. These ones are a little harder than the regular iron cool. Wenn man hier rauskommt, weißt du auch direkt, wo du bist. But you don't need the high thievery skill to do it. I'm using no skill right now, so it's not a big deal. You can search it and you'll get depleted uranium. Each. Ich glaube, da war einfach nur Lucky. Ja, irgendwo gab's doch irgend so einen Büro. Ich glaube, da kommen wir gerade her. Was? Wir sind, glaube ich, in die andere Richtung, oder? Wo sind die Kontrollräume? Ich glaube, das kleinere Gebäude hatte irgend so einen Kontrollraum, oder? Stimmt, ne? Ja gut, dann müssen wir da und wieder was durch. War da? Da war auch irgendein Lager, glaube ich, ne? Das hier ist nix. Also das sind die Pumpen. Da lachen sie wieder. Wer? Ach, die Boomer schon wieder, ne? Ach so, echt, die habe ich nicht gehört. Wenn wir Batterien finden, wäre auch gut. Control Building. Sieht doch gut aus. Ah, da unten, Lager. Ah, das hier habe ich gesucht. Okay. Durchsuchst, ich passe auf. Ah, Klebeband, nehme ich mal mit. Aber das ist kontaminiert, ne? Ja, aber kannst dich ja trotzdem mit zukleben, oder? Achso, Klebeband. Achso, ja, ja. Da habe ich gerade nicht nachgedacht. Nehmen wir es doch mit. Schön, dass es hier tausende von Schlössern gibt, aber keinen Schraubendreher. Ich glaube, wir müssen direkt mal weiter irgendwo hin. War hier echt nichts? Kein einziger Schraubendreher? Vielleicht draußen bei den bei diesen ganz normalen Lager Sachen, sage ich mal.
bei den Lootboxen draußen, weißt du? Also müssen wir jetzt draußen rumlaufen und suchen. Okay, ist ein Plan. Was ist das für ein Raum nochmal? Nichts. Diese Wasserleitung. Und das ist die andere Pumpstation. Jo. Hier ist nichts. Nur Fishing Equipment tatsächlich. Gehen wir da rein? Lass sie mal versuchen, oder? Wäre es, wenn man wie in State of Decay. Ja, ich hab hier was. Nimm den dir schon mal. Okay. Wäre cool, wenn man wie in State of Decay leise durchsuchen kann. Boah, das wäre was. Leise und vorsichtig. Noch was? Okay. Bereit. Wet floor, caution. Ich glaube nicht. Hier ist so eine Besenkammer. Ich glaube, wir haben hier irgendwo Besuch. Hier ist nichts. Ah! LOL! Das Ding ist schusssicher. Was da? Fisch? Das? Ja, man konnte irgendwie nicht durchschießen. Das sollte man noch fixen. Oh oh. Oh, komm hier hoch, komm hier hoch! Genau. Alles gut.
Ja, gut. Wir schaffen das. Fahrt's mich mal eben. Ach du Scheiße, wie schwer. Ja, mach hin. Ne? Ich muss mich auch nochmal verarzten. Oh Scheiße, ich muss das Ding reparieren. Kriegt dir was hin, oder? Oder hast du was dabei? Warte, ich repariere. Oh Kacke, ich repariere weiter. Das wird jetzt knapp. Das sollte ich mit der Dings behandeln. Also wie gesagt, bei mir einfach nur mal vor. Ich habe noch ein paar Probleme. Oh nein, ich habe meine Tourniquets nicht mit. Egal, ich habe genug Verbände. Ach du Kacke. Ja, lass uns abholen. Boah, es ging jetzt noch mal ganz, ganz schnell gut. Ein Hoch auf die Weste, schätze ich. Oder wir hatten einfach Glück. Okay, auf jeden Fall. Ja gut. Gut, wir... Ja, vorhandene Strahlung 0,2 habe ich gerade mal geschafft abzubekommen. Ja, lass uns abholen. Wir haben einmal Uran, das ist schon viel wert. Wir haben Erfahrung gewonnen. Ja. Und hier rein gehen wir lieber nicht. Ja. Ich sollte mit meinen Verletzungen vorsichtig sein. Ach du Kacke, ich humpel ja. Schmerz. 100%. Bist du verarzt? mein Anzug sieht so geil zugeklebt aus. Ach, nee, ja, meine auch. Okay, ja, haben wir noch irgendwo Klebeband? Zum Glück habe ich Klebeband gefunden und mitgenommen. Alter Schwede. Ich habe gerade auch mein ganzes aufgebraucht. Boah, zum Glück hatten wir genug. Das hätte so schief gehen können. Sprintest du oder warum humpelst du? Ich humpel. Aber warum? Also ich meine, ich habe 100% Schmerzen, aber ich humpel nicht. Achso, ist dein Bein verletzt? Ich habe gerade 3 tödliche Wunden, die verheilen, aber es geht voran. Ich kriege dir hinterher. 3? Okay, ich habe eine C4-Wunde und eine C1-Wunde erlitten. Ich bin nämlich gerade noch bei 12% Leben. Ja, ich hab's gerade richtig zerrissen. Ja, ich war bei, keine Ahnung, so 45. Wie sieht es mit deinem Anzug aus? Wie viel Prozent? Er ist bei 82, den konnte ich so weit hoch reparieren. Okay, bei mir ist er genau bei 80 gewesen. Gut, das war der Ausflug. Ich habe schon alles durchgeguckt. Ja, wir brauchen echt viel Klebeband. Ich laufe da gerade wie so ein Zombie hinterher. Mein Gott, warum... Ach ja, du hast mehr... Ja, mehr Verletzungen. Sollten wir vielleicht ein bisschen warten? Lass uns vielleicht warten. Und etwas verheilen. Alles gut, das ist gleich am Heilen. Das passt schon. Naja, ich sag's mal so, es wäre schon besser, wenn du nicht mal humpeln würdest, wenn wir draußen sind. Weißt du? Ja, jetzt geht's schneller. Und ich stehe mal wache. Mir hat's tatsächlich die Ohren zerrissen.
Was heißt das? Linkes Ohr und rechtes Ohr, schwer verletzt. Achso, bei mir ist es der gesamte Schädel. Krass. Die Ohren sind aus irgendeinem Grund heil geblieben. Und meine rechte Hand. Ah, jetzt geht er nach oben. Ja, also, okay, wir waren vorbereitet genug, um nicht zu verrecken, aber wir waren nicht vorbereitet genug, um mehr Uranium zu holen. Gut. Das stimmt. Ja, wie viel kostet so ein Panzerknack? Ich habe jetzt leider gar nichts mehr dabei, ne? Aber was ist so der Händlerpreis ungefähr? Achso, du kriegst beim Händler gar nichts mehr. Gar kein Panzerknack? Nee, gar nicht mehr. Gar nichts? Ach du Scheiße. Ja, nee, dann, ey, nee. Ja, wir brauchen einen Dieb. Ja, eindeutig. Ja, weil sonst ist es das Risiko einfach nicht wert. Nee, da müsst ihr echt mit dem Team nochmal rein. Ja, weil, ey, ganz ehrlich, die Schlösser sind genauso schwer wie die Schränke. Ja. Nee, dann machen wir das am besten so, oder? Oder wir machen mal ein Lockpicking-Ding. Auf jeden Fall, oder wenn jemand, wenn er Lockpicking kann, ganz ehrlich, Lockpicking auf ein gutes Level hochzuheben, um das gut zu machen, ey, das ist zu sehr entkrankt. Damit, das will ich echt nicht machen. Damit will ich mich nicht beschäftigen. Nee. Da warte ich lieber auf jemanden, der das schon kann. Ja, lieber, auf jeden Fall. Ja, also, wir können, glaube ich, ankündigen und unsere Dienste gegen ein Prozent anbieten als Eskortierung. Das wäre eine Idee. Das stimmt. Ja. Anders würde ich hier echt nicht rein wollen. Es gibt keinen Grund für mich hier reinzugehen. Nee, da gehst du dann wirklich das Star. Da werden wir hier alles zu zerhämmern irgendwie. Da hast du recht. Sollen wir dann zurück zum Auto? Was meinst du? Ja, gleich. In dem großen Postraum, sage ich mal, Postfachraum, gab es da Klebeband? Mehr? Ich glaube mehr, ja. Da gab es noch ein bisschen was, aber wir müssen gleich einen anderen nehmen. Die Anzüge sind echt bei der Grenze. Okay, warte. Ich bin fast zur Hälfte verheilt. Okay, also den Weg, den wir tatsächlich schon gefunden, genommen haben, der war tatsächlich ganz gut. Daher, wir kommen da nicht dran. Müssen wir mal eine Ausschreibung machen. Wir werden Söldner. Hier ist alles sicher. Jo. Okay, ja, dann lass uns beeilen. Ein Klebeband suchen. Achso, das hast du gefunden. Sehr gut.
Nimm einfach ins Inventar. Kann man Klebeband kaufen? Schreischleuser? Nee. Nee, komm. Ich komme nicht durch. Dankeschön. Ist hier alles safe? Scheint so okay. Hab wieder was hingeworfen. Achso. Ja, kannst du ruhig erstmal in der Tasche halten. Boah, ich komme mir vor wie in einem Raumanzug. Klebeband. Gut. Hast du hier schon alles durchsucht? In der Mitte hier? Ich hab schon alles. Okay, gut. Dann reparieren wir mal weiter. Okay, 30 bringen ungefähr 9%. Also ein Panzerband. Ah, okay. Mhm. So, plus minus. 99%. Okay, hier, reparier. Reparier dich. Nimm, wie viel du brauchst. Nice, vollständig repariert. Okay, sehr gut. Vielleicht ist das auch einfach nur so eine Servereinstellung. Kann sein. Gut, dann lass uns zurückgehen. Das war nicht der Weg. Warte. Nicht hier irgendwo so ein Raum, so ein... Achso, hier! Genau. Komm nur. Ich mach mal die Taschenlampe wieder an. Okay. Oh mein Gott, das ist ja fast schon wieder fast schon so eine Stunde Aufnahme. Okay, ja, ich glaube, ich werde das Wochenende mit Rändern beschäftigt sein. okay. Achso, wir sind unten.
Ich gehe hoch. Da ist doch ein Bär, oder? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Atmosphäregeräusch. Weißt du, wie so eine Eule oder so, dass das ein Vogel ist. Der böse Uhu. Uhu, willkommen to Chernobyl. Da unten ist einer. Was macht denn der für Geräusche? Oh mein Gott, daneben. Oh mein Gott, getroffen. Warten wir erstmal, oder? Welche kommen? Ja. Ah! Da kommen sie. What the fuck war das gerade? Teleportiert. Ja. Guter AK. Ein Schuss, ein Kill. Gut. Ich check mal die Munition ganz kurz. 32 Schuss, jawohl. Okay, ich gehe runter. Ja, 2 Schuss. Gut, dass du mich erinnert hast. Oha. Ja, ich warte lieber, bis du nachgeladen hast. Ey, wie du so im Licht stehst, das ist sehr atmosphärisch. Das würde ich nicht machen. Aber okay. Ich guess, das ist der schnelle Weg. Ach. Alter. Bär. Ich sag's dir, das haben die mit Absicht gemacht. Hörst du? Irgendwas ist da doch. Ich habe wieder den Bärenbrummen gehört. Ja. Aber hier ist keiner. Das ist ein Atmosphäregeräusch. 100 pro, ja. Weißt du, so ein Jumpscare. Was ist eigentlich da oben? Sollen wir einen Geigerzähler anmachen? Ich glaube, wir wissen, was passiert. Ups, nein. Oh, Zombies in der Nähe. Ah, ne, hier gibt's nichts. Löcher. Okay. Oben links einer. Eine Silhouette im Nebel. Ich glaube, das Licht kannst du ausmachen, es bringt dir nichts mehr hier. Maulwurf. Wo bleibst du denn? Achtung, vorne links ist vielleicht noch einer. Die kommen! Das war sehr gut von dir, Maulwurf.
wusste jetzt nicht, wer der Boomer war. Ah, Gott. Hab ich dir gerade fast in den Schädel geschossen. Ja, das ist nicht so gut. Das wäre nicht so gut gewesen. Oh mein Gott. Ja, Radioaktivität, kein Problem. Wir sind das Problem. Wir erschießen uns gegenseitig. Ich schwöre, da war was im Nebel. Peng. Jürgen? Jürgen! Okay. Hätte ich jetzt keine Grafikfehler, sah das so geil aus. Grafikfehler? Okay. Ich habe alles auf Minimum. Und es sieht trotzdem gut bei mir aus. Backen gerade so ein bisschen die Bäume. Ist schade, also, schade. Das ist eine Illusionsanomalie. Das ist die Strahlung. Ah, ja, dein Anzug hat ein Deck. Jo, nun stell dir mal vor, du hättest immer noch zwei Kugeln im Magazin. Das wäre nicht gut. Sag mal, laufen wir raus oder sind wir gerade gefangen in der Unendlichkeit? Achso, wir sind auf der Straße. Junge, dein Nebel aber auch. Alter, ich sehe gar nichts. Jetzt ist gerade echt fies. Das ist ein echt krasser Nebel gerade. Wahrscheinlich auch wegen dem Regen, ne? Achso, es regnet? Echt? Oh, ich bin hungrig und durstig. Ja, wir sollten zurückkehren und dekontaminieren. Und es einen Tag nennen. Oh, es regnet ja wirklich. Und er friert. Oh Mann, warum hat der Anzug keinen Thermoisolationsschutz? Ja, wir sollten eine Pause einlegen. Zumindest gehend weiterlaufen. Na, immerhin ein Uran haben wir tatsächlich schon mal uns ergattert. Ist ja auch schon mal gut, ne? Wer weiß, was das bringt. 6000, glaube ich. Boah, das ist ja gut. Es lohnt sich wirklich sehr, wenn man den richtigen Weg nimmt, wie wir. Ja. Aber wir müssen die Dinge aufbekommen, weil das lohnt sich sonst nicht. Das ist einfach zu viel Aufwand. Nee, ich wollte wirklich sagen, wir können ja einfach auch mal nachfragen, ob jemand ein bisschen Skill hat, und dann gehen wir einfach mit einer Truppe da rein oder nicht so. Nicht nur ein bisschen, aber so richtig. Oder wir fragen den Admin, ob er es leichter machen, hier die Konfiguration leichter einstellt. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kommt er ja mit, also so. Er knackt ja gerne. Irgendwelche Schlösser. Oder so. Weil ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht Zeit dafür aufbringen, nee. Um das Ding hochzukriegen. Dann lieber andere Skills, aber nicht das. Ich freue mich, wenn ich einfach meine Basis aufrechterhalten kann. Ja. Ganz ehrlich, ich bin sowas von beschäftigt und es ist warm wieder. Oh mein Gott. Nee. Ich will nicht, dass mein Prozessor hier einen Tschernobyl-Kurzschluss hat. Jetzt muss ich mal ein bisschen aufwärmen. Okay. Joggenschritt. Ja, auch man, die schönen gelben Anzüge. Heißt, wir gehen so gelb rein und kommen raus, so ganz verpflastert. Aber ich meine, die sehen jetzt noch cooler aus. Just look hat's auch. Das sind unsere Narben. Das sind die Special Force Anzüge. Das sind unsere Narben. Ja.
Okay, ich schätze, das macht dann diese Anzüge zu unseren eigenen. Weil ich glaube nicht, dass wir sie so zurücklegen können zum Rest. Nee, ich würde auch sagen, also den behalte ich jetzt so. Den lege ich jetzt auch so ins Auto einfach. Ja, ich auch. Wer weiß, vielleicht dekontaminieren wir ja gerade hier im Wasser, im Regen, wer weiß. Jo, das wäre, warte mal, lass doch mal checken. Okay, keine Ahnung. Es ist tatsächlich nicht so viel kontaminiert. Das geht. Es geht tatsächlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob es am Regen liegt oder ob wir einfach nur Glück hatten. Aber ja, der Geigerzähler ist nicht verstrahlt, bei mir ist nur die Taschenlampe verstrahlt. Ja, so bei der mir Anzug. Ist so ungefähr 20% ist übersichtlich, ist gut gelaufen. Ja, es ist gut gelaufen, wir haben überlebt. Also, ja, gut gelaufen. Ganz ehrlich. Also, dass der Regen was bringt, ist schon genial. Weißt du, ja, also ganz ehrlich, die haben ja erstmal das Ding mit der Killbox zugefügt, ne, wo man eine Gasmaske braucht, weil Gas und so. Und jetzt Radioaktivität. Was kommt wohl als nächstes? Oh ja, tatsächlich, meine Taschenlampe ist gerade dekontaminiert. Ja, geil. Ja, bei mir ist das letzte Rest Panzerband auch dekontaminiert worden. Super geil. Aber mein Anzug ist noch. Ja, der ist noch sehr gut. Dabei. Okay, lass uns wieder joggen. Gehen. Da war was. Ja, ist nur eine Puppe. Die steht mit dem Rücken zu uns. Noch. Wie sieht's mit der Hitze aus? Geil, der Anzug ist dekontaminiert. Geil, bei mir auch. Das funktioniert ja wirklich. Danke, Regen. Geil, wir sind dekontaminiert. Wie geil ist das denn bitte? Ja, dein Taschenlampe ist ja noch an. Das ist voll geil. Der Regen, das war schon gespart. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, hiermit können wir eigentlich auch den Videoeintrag beenden, oder? Wir haben überlebt. Ja. Ja, und alleine kriegen wir da nichts raus. Ist nur Zeitverschwendung. 6.000, das ganz ehrlich. Richtig mit dem Team. Ja, das glaube ich, das wird richtig cool werden. 6.000 können wir auch aus einem Bunker ran rausbekommen. Ja, und man kann ihn sich später aufteilen. Also ich meine, wenn du da richtig viel rausholst, bringt ja für jeden was. Gut, aufteilen, Leute, also ja, die es können, die gehen mit. Ja, also wenn es verschiedene Teams sind. Begleitung, ne? in die verschiedenen Reaktoren rein. Und dann teilen wir. Schon cool. Und dann teilen wir den Erlös gemeinsam auf. Okay, fahren wir. Ja, nice. Vergiss das Licht nicht. Sehr gut. Ja, also, ja, mir hat es Spaß gemacht, auch wenn wir nur ein Uranium haben. Aber ist auch cool, oder? Ja, ist voll cool. Haben wir schon mal eins. Wo war jetzt noch das Auto? Noch weiter, ne? Ja. Genau. Genau, da ist es ja. Aber er knackt bei mir tatsächlich immer noch. Ach, Anzug ist noch tatsächlich verstrahlt. Wieder bei mir.
gehe jetzt mal unten immer waschen, immer gucken. Bei mir ist 0. Ich bin sauber. Ja, lass uns mal Oh, warte mal, ha! Der Video-Eintrag läuft ja noch. Ja, YouTube. Stimmt. Das war die Erkundung. Wir haben überlebt. Genau. Goodbye, YouTube.